begrüßen wir erneut die Ratten, die so gleich im Wasser verschwinden. Und schauen wir mal, was uns das Geheimnis der Torre Grossa beschert. Den Torre Grossa infiltrieren und das darin versteckte Assassinen-Siegel finden. Das werden wir direkt mal machen. So, erstmal noch kurz hier hinsetzen. Gemütlich, schön in den Suchtsessel und dann passt das schon. Jetzt fällt wirklich nur noch die Nerdbrille, ein fetter Bauch und eine Pizza auf dem Schoß. Dann wäre das RTL-Klischee wirklich erfüllt. Na gut. Und da sehen wir auch, wo wir lang müssen. Wenn ich das nicht schon wüsste, also für Neulinge wird das dann immer angezeigt. Das finde ich auch ziemlich gut. Weil klar, wie soll man sonst den Weg finden, dass man dann eine halbe Stunde rumläuft und nichts findet, ne? Und ich habe mir überlegt, dass wir diese Mission möglichst durchsetzen, ohne entdeckt zu werden. Nee, ich warte ganz sicher nicht auf dich. Kommst du her? Mir bekannt vor. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Ich bin hier, mein Freund. Hier bin ich. Hallo. Wo ist? Hallo, hier bin ich. Der sieht doch so aus wie... Verdammt, ich verliere ihn. Na? Wo ist der hin? Ich bin direkt unter dir, du Vollidiot. Du stehst praktisch auf meinen Händen. Jetzt ganz gechillt zu ihm hingehen und er ist tot. Tja, damit hast du wohl nicht gerechnet, Kumpel. So, beseitigen wir noch schnell die Leiche, damit sie keiner sieht. Im Wasser verschwindet sie ja schnell. Und dann schauen wir mal, wo der nächste ist. Können wir Wurfmesser benutzen? Ja, wir können hier sogar Wurfmesser benutzen. Aber beim Wurfmesser entdecken uns irgendwie die Wachen immer. Oh, da ist der nächste. Alles klar. Der dreht hier seine Runde. Der dreht aber ganz schnell seine Runde. Oh, scheiße. Wo habe ich den bloß schon gesehen? Oh Gott, bitte nicht. Ich bin gar nicht hier. Oh, scheiße. Wohin ist der verschwunden? Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Oh scheiße, da kommt ja der nächste. Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh scheiße. Ihr macht es mir ganz schön schwer, nicht entdeckt zu werden, Leute. Mist, der ist allglatt. Doch nicht den. Oh, du Vollidiot. Na gut. Dann wird das hier nur so ein Halb-Stealth-Run. Also wir wurden einmal entdeckt, weil er den Typen da ganz hinten angejumpt hat, statt den, der direkt daneben steht. Ach ja, Ezio, du machst das mir nicht gerade leicht. Und warum gucke ich eigentlich auf die Karte, wenn ich hier auf der Minimap sehe, wo ich lang muss und wenn keine Karte verfügbar ist? Naja, gut. Ezio hat's vergeigt. Wie immer. Das war eigentlich auch zu erwarten. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich es hinkriege. Also, ich habe es einfach mal versucht. Aber ich versuche auch weiter, aber ich werde es auch weiterhin versuchen. Also ich werde so schnell schon nicht aufgeben, keine Sorge, Leute. Und wo muss ich jetzt lang? Hier, ne? Hier hoch, dann eben nicht. Also dann hier. Auf den Balken. Dann hier lang nicht. Okay. Ich bin gerade wirklich zu dämlich, oder? Na gut, wann bin ich das nicht gewesen? Ja, hier rüber. Ah, okay. Dann hier rüber, alles klar, okay. Zack. Darüber. Da bin ich, sehe ich schon die nächsten paar Wachen. Aber die sind nicht genau auf unserer Ebene. Die sind nämlich da unten, da oben. Sie hat gerade keinen Bock, hier hoch zu klettern. Oh.
Okay, warten wir, bis er seine Runde gedreht hat. Und schalten ihn unentdeckt aus. So, dann gehen wir hier rüber. Da oben ist auch was. Dann gehen wir erstmal hier rüber. Oh, geheimer Bereich entdeckt, cool. Fallen lassen. Ein hoch zur Seite, alles klar. Gibt euch das mal, wer sich einfach mit den Händen daran festhält, das finde ich richtig cool. So, dann einmal runter, einmal hoch. Und wir haben ein Schätzelein gefunden. Und einen Hebel, den wir betätigen können, damit wir auch hier raus können. So, dann geht's einmal hier lang. Zack, zack, zack. Und da sind schon die nächsten, die wir ausschalten müssen. Und wir müssen uns unseren Weg über die Kronleuchter durchbahnen, bis da ganz oben hin. Der guckt auch noch so genüsslich hier hin, ne? So, du bist Geschichte. Ich kenne dich. Scheiße. Hey, das Scheiße. Ist doch nicht etwa. Scheiße. Oh Gott! Das war knapp! Das war knapp, der wäre fast alarmiert worden. Dreht der eigentlich noch seine Runde? Nee, der Fettsack da hinten ist beschäftigt. Den können wir... Also, wenn wir den mit einem Wurfmesser ausschalten, ist das wirklich lächerlich. Das denke ich mal nicht. Der hat eine richtige, krasse Rüstung. Den werden wir wohl nicht so leicht ausschalten können. Da müssen wir einen anderen Weg gehen. Boah, der hat eine coole Spadone, muss ich schon sagen. Okay, ich guck mal kurz, wie er seinen Weg geht. Okay, er kommt gleich hier lang. Und da ist er auch tot. Mal sehen, was er so für uns hat. Nur 3 Florin? Alter, was bezahlen euch eigentlich die Typen hier? Ist ja schlimm. Ich würde mich mal echt nach einem neuen Job umsehen, wenn ich an eurer Stelle wäre. Ja gut, klettern wir hier hoch. Ja, eigentlich wollte ich darüber. Dankeschön, Ezio. Jetzt ganz schnell hier rüber. Bär. Der sieht uns das nicht ernsthaft, oder? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Du siehst mich noch voll, wie ich da hänge. Wo ist der hin? Lappen. Den könnte ich jetzt eigentlich ausschalten, aber das wäre jetzt wiederum dämlich. Wie gesagt. Ja, gehst du mal weiter? Dankeschön. Hehehe. Jetzt ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Verdammt. Schneller kann sich der jetzt so leider nicht hangeln. Das ist auch nicht auffällig. Ich hänge hier so schön mit den Fingern dran und die merken das einfach nicht. Ja, warum denn auch? Na komm. Da segelt er runter. Zack. Und seinen Kollegen stört's nicht. Also er wundert sich auch nicht, dass er irgendwie durch die Tür gegangen ist oder so. Den juckt das nicht. Der setzt einfach seinen gewohnten Weg fort. Aber genau das ist dein Fehler, mein Freund. Genau das ist dein Fehler. Denn du bist jetzt auch Geschichte. Zack. Mal gucken, was er hat. Er begrabbelt ihm schön am Arsch. Ja, 5 Florin. Boah, du kriegst ja sogar mehr als der fette Rohling, ey. Krass. So, jetzt bist du wieder mit deinem Kumpel vereint. Zack. Dann gehen wir weiter über die Kronleuchter. Wir müssen nämlich hier weiter lang. Genau. Denn wer hätte gedacht, wir können uns an so einem kleinen Spalt am Bild festhalten. Mit beiden Fingern. Genau wie an so einem Fenster. Weil wir Handschuhe anhaben, die es einfach drauf haben. Und jetzt ganz schnell. Boah, das war knapp, Leute. Das war wieder knapp. Es ist unmöglich, dass er uns jetzt eigentlich sieht. Wo ist?
Sack, du bist auch tot. Den zu plündern brauchen wir erst gar nicht zu versuchen, weil uns erst wirklich gar nichts gibt. So, und wir müssen, glaube ich, nur noch hier hoch. Und dann haben wir es auch geschafft, meine ich. Aber das sind drei Wachen, die wir ausschalten müssen. Und das ist immer der tricky Part, weil hier ab und zu mal gerne die Kamera rumspackt. Und ja, dann ist das wieder Epic Fail. Ja, Ezio, willst du auch mal richtig gehen? Dankeschön. Okay, da ist der erste Typ. Den können wir eigentlich ganz locker ausschalten, wenn er hier wieder zurückkommt. Zack, da ist er runtergesegelt. So, dann gucken wir mal. Wo sind die nächsten beiden? Die nächsten beiden sind direkt über uns. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Das wird jetzt wieder tricky. Ja. Was steht denn da oben auf dem Balken rum? Ja, geil. Das, da, genau das meinte ich, Leute. Genau das meinte ich. Wenn der sich da so festbackt, wie kann man den dann bitte ausschalten, ohne entdeckt zu werden? Ich meine, es ist zwar nicht zwingend notwendig, dass wir nicht entdeckt werden, ne? Aber es ist schon ein Teil, den ich gerne erfüllen würde. Wenn der Typ da so schön rumspackt, dann wird das auch wieder nichts. Runterziehen können wir ihn auch nicht, wenn wir hängen. Und du merkst es nicht, du bist so dumm. Du bist so dumm, ne? Weil wie sollen wir dich jetzt ausschalten? Das ist jetzt die Frage. Anders rüberkommen können wir ja nicht, ne? Ich meine, auch wenn er ja da jetzt festgebackt ist. Irgendwie müssen wir ihn ausschalten können. Mit dem Wurfmesser vielleicht. Da, auf ihn! Ja, fail. Ich hab's doch gesagt. Ja, gut. Also, Leute, ich hab nicht gefailt. Das war jetzt wirklich nur das Spiel, was gefailt hat. Das könnt ihr mir. Ihr könnt mir da jetzt eigentlich nichts anderes erzählen, weil. Wenn euch sowas passieren würde, ihr würdet auch einen Rappler kriegen. Glaubt es mir. Aber das war ja eigentlich auch nicht zwingend notwendig. Ich finde es einfach nur lustig, das so durchzuziehen, dass man hier einfach so just for fun mal alles stealtht, ohne dass die Gegner einen entdecken. Das ist eigentlich ganz lustig. Das haben die dann in Bravout eingeführt, welcher auch der nächste Teil sein wird, den ich Let's Playen werde, sobald ich halt von der Xbox aufnehmen kann. Also in Bravout haben sie das eingeführt, dass man 100% Synchronität bei einer Mission freischaltet, indem man eine Zusatzbedingung erfüllt, die man nicht erfüllen muss, um diese Mission zu schaffen und in der Story voranzuschreiten. Aber wenn man diese erfüllt, weiß ich nicht, dann kriegt man halt mehr Synchronität und man kann halt auf die 100% Synchronität fürs ganze Spiel hinarbeiten. Genau wie in diesem, halt mit allen Fehlern ansammelt, alles Schnickschnack und so weiter. Und dann sammeln wir ohne Umschweife das nächste Assassinsiegel. Dann haben das dritte von sechs, also die Hälfte schon mal geschafft, Leute. Ich finde das auch lustig, wie er es sich an die Brust steckt und es einfach verschwindet. So ganz unauffällig, er verschwindet das. Siegel von Wei Yu eingesammelt, 3 von 6. Zack, öffnen. Und wir erhalten 1250 Florin. Und haben das Geheimnis des Torre Grossa synchronisiert. Schichten der Wache. Die Wachen haben bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Schichtwechsel. Die Missionen sollten entsprechend geplant werden. Macht eh keine Sau. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Glaubt mir, Leute. Das macht wirklich kaum Unterschied. Also, und die Nebenmissionen sind eigentlich nicht sehr schwer. Deswegen werden wir die eigentlich ohne Probleme schaffen können. Und wie kommen wir raus? Nicht aus dem Gullideckel, sondern direkt an der Spitze des Turms kommen wir raus. Nämlich hier, aus der Tür. Wenn ich mich recht entsinne, war hier noch so ein Rätselgedöns oder sowas. Okay, offenbar nicht. War ja dann offenbar doch nicht.
Können wir eigentlich von hier? Jo, können wir. Jo, zack, von ganz oben runtergesprungen. Ohne Probleme. Ja, Leute, und dann denke ich mal, war es das auch für heute. Ich verabschiede mich. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Assassin's Creed 2. Haut rein, Leute. Ciao.